Die Reisensburg aus dem 17. Jahrhundert, auch Schwäbische Akropolis genannt, wechselte im Laufe der Jahrhunderte mehrfach ihre Besitzer. Zuletzt vegetierte sie im fortschreitend desolaten Zustand dahin, bis sie verkauft werden konnte und damit eine repräsentative Verwendung fand. Anwaltswitwe Vogel veräußerte das Bauwerk am 5. März 1966 an den weltbekannten Hämatologen Professor Dr. Ludwig Heilmeier, der sie als Internationales Institut für wissenschaftliche Zusammenarbeit der Universität Ulm einer segensreichen Nutzung zuführte. Die notarielle Beglaubigung fand in Gegenwart von Günzburgs Landrat Dr. Bruno Merck statt, dem späteren bayerischen Innenminister. Der Kaufpreis von 370.000 D-Mark war ein Schnäppchen, wenn man von den millionenschweren notwendigen Sanierungs- und Renovierungskosten absieht. Grund genug für eine große Feier bei einem abendlichen Festbankett auf der Burg. Professor Heilmeier hat die Reisensburg vor dem Verfall gerettet. Er durfte sich über ein originelles Burgmodell freuen, bevor die Sanierung begann, die schon bald ein völlig neues Gesicht der alten Burg erkennen ließ. Sie wurde nicht nur erneuert, sondern erhielt auch verschiedene zusätzliche Neubauten wie Konferenz- und Gruppenräume sowie zwei Gästehäuser. Damit konnten jährlich 80 wissenschaftliche Tagungen mit rund 3000 Teilnehmern stattfinden. Das Institut gewann immer mehr Bedeutung, zuletzt 1992, als es Kollaborationszentrum der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde. Am 17. November 1977 war ein bedeutender Tag auf der Reisensburg, als zwischen Bayern und Baden-Württemberg ein landesübergreifender Staatsvertrag geschlossen wurde. Die Ministerpräsidenten beider Länder, Dr. Alfons Goppel und Hans Filbinger, unterzeichneten die Vereinbarung, die unter anderem das Günzburger Bezirkskrankenhaus zum akademischen Lehrkrankenhaus der Uni Ulm werden ließ. Einen ganz besonderen Höhepunkt aber gab es, als sich am 4. April 1989 auf Schloss Reisensburg Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident François Mitterrand zu ihrem 65. Gipfeltreffen einfanden. Zuvor wurde der Staatsmann vor angeblich 8000 Menschen auf dem Günzburger Marktplatz empfangen. Staatspräsident Mitterrand sagt, Napoleon hat hier Schulden hinterlassen. Ich bezahle sie mit dem ersten neu geprägten Goldtaler zur Erinnerung an die 200-jährige französische Revolution.